So, also wir wollen wieder runter, um hochzugehen. Oder so ähnlich. Wir hatten kein Lampenöl mehr, also müssen wir Licht zaubern. In Lore. So. Dann war das. Moment mal. Da war nichts, ne? Das sieht so verdächtig aus, das kleine Fitzelchen da. Aber nee. Und hier ist auch noch eine Tür, die wir nicht geöffnet haben. Es gibt so viele lose Enden. Das ist echt übel. Aber ja, eins nach der Zeit. Wir wollen Westen, da dann fliegen, dass wir schon mal vorbereiten könnten. Und dann durch dieses ganze Wuselzeug nochmal durch. Und wo ich das Gefängnis da gerade nochmal gesehen habe, da haben wir ja auch noch was gehört von einem Schlüssel. Zu dem Zeitpunkt damals bin ich davon ausgegangen, dass derselbe Schlüssel gemeint war, wie der, den wir jetzt schon bekommen haben von dem einen Zwerg. Aber es könnte auch ein anderer sein. Und da wir jetzt Türen gefunden haben, wo wir nicht durchkommen, ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass ein anderer gemeint war. Und um den zu bekommen, müssten wir mit dem NPC sprechen, der uns eigentlich losgeschickt hatte, seinen Bruder zu holen. Aber da sind wir jetzt schon dreimal dran vorbeigerast und der ist nicht mehr da, wo er sein soll. Eventuell ist er zurück zu den Magiern gegangen. Also ein, zwei Etagen weiter oben. Das fände ich trotzdem ein bisschen komisch. Er sucht die ganze Zeit seinen Bruder und genau dann, wo wir ihn gerettet haben, geht er weg. Oh. Oder er ist mit seinem Bruder zurück zu den Magiern gegangen. Ja, okay, das macht dann sogar doch ziemlich Sinn. Weil er keinen Grund mehr hat, hier unten zu sein. Sein Bruder ist auf dem Rückweg halt vorbei, hat ihn eingesackt und dann sind sie nach Hause sozusagen. Okay. Also wenn das hier jetzt nichts wird, mit dem Türen einschlagen und allgemein die losen Enden abklappern, die wir auf dem Weg nach unten und danach ganz oben wieder finden. Wenn das nichts wird, können wir zu den Magiern gehen und einfach den suchen. Den, der uns losgeschickt hat, seinen Bruder zu finden. Und ich glaube, ich laufe gerade total falsch. Gar nicht so falsch. Also erstmal zurück nach Westen. Und dann südlich. Und hier war die ganze Zeit der eine NPC gewesen. Naja, also zu den Magiern gucken, ob er da irgendwo auftaucht. Wobei es ganz schön viele Magier waren, wir eine ganze Weile suchen werden müssen. Aber sei es drum. Und bei der Gelegenheit fällt mir ein, wir haben auch immer noch einen Ritter, mit dem wir sprechen müssen. Der hatte mal gesagt, trefft mich wieder, wenn der schwarze Ritter besiegt ist und ich bei meinesgleichen bin oder so ähnlich. Und dann ist er ganz langsam in Richtung der Ritter gelaufen. Wir sind schon zweimal an ihm vorbei, aber er war nie schnell genug gewesen. Also er war nie wirklich im Lager der Ritter angekommen. Das sollten wir also auch noch irgendwann machen. Wir fliegen nicht mehr. Aber hier müssen wir lang, ja. Also eigentlich hätten wir auch da abkürzen können. Haben wir noch Mana? Nö. Und ich will nicht schlafen, weil ich keine Lust habe, zwischendurch wieder Essen zaubern zu müssen. Also Gefängnis. Doors locked. Was zur Hölle? Achso, müssen wir jetzt... Warte mal. Passt nicht. Ah, na also. Wollte schon sagen, müssen wir jetzt ganz außen rumlaufen. So, und hier war irgendwo auf der rechten Seite ein Durchgang, der uns das Ganze erleichtert hat. Direkt neben dem Typen, der gesagt hat, nördlich von hier ist eine Tür, die ihr öffnen müsst. Und so weiter. Blut? Nein. Antimagie plus Antimagie gleich 0. Ja, immer noch sehr schön, aber trotzdem nicht die richtige Tür. Ah, hier. Okay. Ich mag diese Stelle nicht. Okay, schlafen wir jetzt doch. Wo ist mein Schlafsack? Da ist mein Schlafsack. So, Pika. Das kleine Stückchen hier. Dann, das war die falsche Rolle. Dann einmal Licht. Nein. Alle weg. In Lore. So. Dich wieder weg.
Jetzt geht der Weg nach oben los. Genau, also hier können wir noch nichts Großartiges, anderes, Neues aufdecken. Wie schaut es hier aus? Hier war eigentlich nur ein ganz langer Lavagang. Gucken wir auf die Karte. Da könnte eine Abzweigung sein. Moment, wir gehen jetzt nach Süden und nach Osten. Wir haben da oben angefangen. Stopp. Geh mal zurück. Da, wo du nämlich... Ich hab immer Schiss, dass wir mit dem Ellenbogen gegen die Lava kommen. So, du guckst nach Westen. Seht ihr das da? Also hier ist ja diese schwarze Einbuchtung in der Karte. Und an der Spitze der Einbuchtung ist ein dunklerer Braunton als überall anders. Ach, das gehört nur zur Deko, hm? Ja, okay, das gehört echt nur zur Deko. Ich dachte, hier wäre noch irgendwie ein Raum hinter dem Lava-Vorhang oder so, aber anscheinend nicht. Lava, nein. Ein Lavafall. Okay. Eigentlich müsste ich mal testen, ob wir wirklich Feuerschaden bekommen. Andermal. So, noch mehr Lavafälle. Haben wir hier eine Auswahlmöglichkeit. Hier geht's erstmal hoch. Heuch. So. Hier war ein Baum, glaube ich. Das würde ich nochmal ganz gerne aufdecken. Also einfach südlich jetzt. Und ganz bis nach Süden durch. Und da ist ein Feuerelementar. Und da Gegner nicht wieder spawnen, wäre es vielleicht mal eine ganz nette Idee, einfach alle Gegner umzubringen. Also ja, ab und an spawnen ein paar kleinen Viecher wieder. Aber ich denke mal so Feuerelementare. Das wäre schon echt praktisch, wenn wir uns ein bisschen freier bewegen könnten. Auch wenn die tierisch zäh sind. Treffen nämlich nie. Okay, zugegeben, bei so einem Feuerelementar gibt es auch nicht so viel zu treffen, hm? Okay. Oh, da ist noch ein Baum und noch ein Baum. Nix. Okay. Wir haben das aufgedeckt. Süden. Alle Gegner töten. Auf was für Ideen kommst du eigentlich, Erogon? Da bräuchten wir unseren Schwertskill auch auf Max. Was wir immer noch nicht können, weil wir das Mantra dafür noch nicht gefunden haben. Was langsam echt Zeit wird. So, haben wir hier noch Auswahlmöglichkeiten? Notizen für Magier? Tugendenschrein. Was? Achso, das können wir löschen. Das war... die eine Aufgabe. Oh, warte mal. Notizen für... So. Also hier war beim Tugendenschrein ein Magier. Der wollte für uns einmal, dass wir diese Erze aufsammeln für ihn, à la Pac-Man. Das heißt, wir hatten ein Erz gehabt, das hat die anderen Erze herangezogen. Das war eine Quest. Wir hatten auch noch eine andere Quest bekommen, nämlich Pläne für ihn zu bekommen, um irgendetwas zu erklären. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, die Buddlermaschine oder so ähnlich. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir die Mission schon gemacht haben oder nicht. Okay. Müssen wir im Auge behalten. Das da übrigens auch. Toms Bild haben wir noch nicht. Wir haben auch immer noch die Laute. Nee, nicht die Laute, die Flöte. Und wir haben eine Melodie, die wir auf der Flöte spielen sollen. Wir wissen nur nicht wo. Noch ein loses Ende. Das ist sehr, 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 sehr. So, nächste Etage. Hier haben wir da eine Tür und da einen Gang, den wir noch nicht gecheckt haben. Da waren auch Gegner vor, bin ich mir ziemlich sicher. Genau, du. Also, ein einzelner Baum. Du müsstest doch machbar sein. Warte mal, ich drehe mir eine Ecke. So. Ja. Du triffst uns irgendwie öfters als wir dich, kann das sein? Nee, gut, ist schon gelb. Komm schon, wer droht? Oh, oh. Ich sterbe jetzt. I, B, M. Heilung, Heilung, Heilung.
Was? Es gab keine Heilung? Was zur Hölle soll das denn? Runter. Das ist sehr komisch. Schlafen bitte. Fast keine Heilung. Hä? Wir haben genug zu essen. Wir dürften genug rasten können. Aber irgendwie will er nicht. Viel rested. Warte kurz. Wir beschwören uns was zu essen. Das war MN? Nein. IMN? Ja. Nicht Spam, sonst kommt die Nachricht da. Genau. So, das war schön viel Essen. Einmal den Magen vollhauen. Apfel mit Fisch, den wir nicht aufheben können, weil wir zu schwach sind. Also Apfel mit Fisch und Brot und Mais und noch ein Brot. Immer noch nicht satt. Okay, können wir mitleben. Flup, 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 flup. So, jetzt aber. Mana ist halb voll. Komm schon, Mana ist voll. So. Warum? Nee. Jetzt bitte satt werden. Dann zaubern wir Licht, nehmen den Helm und machen weiter. Satt werden ist nicht, ja? Na gut, müssen wir mit klarkommen. Also du zieh den Helm wieder auf. Du mach Licht. Por Sand, nein. Por Ilem. Richtig? Nein. Ilem Por? Mist. Wasser wandeln. Wer hat noch den einen Schutzzauber, verdammt. Na gut, jetzt ist Ewain. Machen wir IBM und hauen den doofen Baum einfach weg. Mit Wasser wandeln und Wackellicht. Was denn zur Hölle? Wo kommst du jetzt her? Oh, vielleicht haben wir deswegen ihm so viel Schaden bekommen. Wir haben gegen den Baum gekämpft und von der Seite kam das Auge und hat gezaubert. Gegen den Blitzstrahl oder dergleichen. Also du musst erstmal weg. Du bist wahrscheinlich eh schwächer als der Baum. Oder auch nicht. Komm schon. Ah, okay. So, gib ihm. Das ist so albern. Bestimmt irgendeine von den Nebenquests, wie das Bild finden oder was auch immer. Da hätten wir das Mantra bekommen für Schwertkampf trainieren. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Oder ganz, ganz am Anfang. Die Sache mit der Suppe zum Beispiel. Da sollte man irgendwelche Würmer einsammeln und dergleichen. Hätten wir das gemacht, hätten wir das Mantra bekommen fürs Schwert und alles wäre wesentlich einfacher gewesen. So, kaputt. Oh, ein Trank. Du bist immer noch angeschlagen, das ist sehr gut. Heilung. Rot. Wow, wow, ganz ruhig. Und kaputt. Garstig, garstig. So, dich können wir nicht mitnehmen. Können wir nicht gleich trinken? Nein, sonst müssen wir nicht aufheben. Aufheben. Trinken. Mana. Sehr schön. Flup. So. Also, wir wollten jetzt, wo die Gegner tot sind, die Karte weiter aufdecken. Also, wir gehen nach Westen rum, dann nach Norden und dann gleich wieder Nordosten hier in die Tür. Also, wir gehen nach Westen und wir gehen den einzigen Weg lang. Nämlich hier hin. So. Kriegen wir dich auf? Ja. Was zur Hölle bist du? Kann man mit dir sprechen?